Dieses Mal ohne Alkohol, ja. Servus, Arthur. Moin, moin. Ja. Hey. Die Runde heißt eigentlich schon Wein mit Borg, glaube ich, weil ich immer einen Wein bisher getrunken habe. Aber jetzt hat mich eine Männergrippe eingeholt. Nicht Corona, sondern eine Männergrippe. Ah, okay. Ja, bei Männern ist es ja besonders schlimm, ne? In der Tat. Ja. Ja. Aber hast du irgendwelche Sorgen oder dass du jetzt irgendwie krank bist oder jetzt in der jetzigen Zeit oder ist es bei dir? Nö, nee, ich habe einmal, ich trinke ja immer jeden Tag einen frisch gepressten Saft und wenn ich das einmal für ein paar Tage aussetze, dann erwischt es mich immer gleich. Also das ist schon, glaube ich, so ein Glaubenssatz, den ich Ja. in mir trage. Und ja, deswegen, aber es noch geht, aber ich merke so ein Kratzen im Hals, habe mir jetzt hier Aspirin-Komplex reingejagt. Als Bayer-Aktionär darf ich ja ein bisschen Werbung machen. Ja. Es ist tatsächlich heute mein erster Livestream, den ich habe auf Instagram. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, das ist krass. Das ist krass. Ja. Ja, mal eine komische Ich Situation, ja. habe lustigerweise mache ich ja Marketing und Online-Marketing schon seit über 15 Jahren und ich habe schon etliche Influencer eingekauft, also Kooperationen mit denen gemacht, wie man so schön sagt, aber tatsächlich selber live gestreamt. Bisher noch nicht, ja. Aber freue mich mega. Danke für die Einladung. Ist sehr cool. Auch ein cooles Thema, was du mitgenommen hast. Ja, auch eine Menge Fragen schon vorbereitet. Hatte ich gesehen. Ja. Na, die Fragen, die kamen gar nicht einzig von mir, sondern ich hatte die letzten Wochen immer mal rumgefragt und das Thema Immobilien ist momentan der heiße Shit, habe ich den Eindruck, weil immer wieder die Leute genau danach fragen. Und deswegen wollte ich es mal mit dir durchgehen, weil du hast ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, hast du ja auch über die letzten Jahre immer wieder Wohnungen gekauft, hast mal 2017, glaube ich, angefangen mit deiner ersten Immobilie. Und dann komischerweise 2018 gar keine. Und dann 2019 gleich sechs auf einen Streich und dann noch ein Mehrfamilienhaus. Und wie du mir erzählt hast, dieses Jahr auch schon eine Wohnung und dann ist das nächste Mehrfamilienhaus auch ja, wieder in Planung oder kurz vor Abschluss. Und ich finde das erstmal sehr inspirierend, ja, sowas auch zu teilen, weil ich glaube, dass viele Menschen immer in einem Umfeld sind, wo das eben nicht gang und gäbe ist und wo viele Ängste einfach immer diesem Thema auch gegenüber sind, weil ich meine, die größte Schuld, die du in deinem Leben aufnimmst, die wird wahrscheinlich die Schuld sein, die du jetzt aufgenommen hast im Rahmen der Immobilien, ne? Und da besteht halt eine große Angst. Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie du so zu diesem Thema überhaupt gekommen bist? Also was hat dich dazu bewogen und warum machst du es auch heute? Also mit dem Thema Immobilien habe ich mich halt schon vor vielen Jahren auseinandergesetzt. Ich habe immer wieder mal auch geschaut. Ich habe, glaube ich, 2012, genau als ich nach Berlin gezogen bin, auch schon nach Projekten geschaut und überlegt, soll ich vielleicht eine Immobilie kaufen anstelle zu mieten. Aber tatsächlich die Entscheidung, in Immobilien zu investieren, ist mir klar geworden, als ich das zweite oder dritte Mal das Manager-Magazin gelesen habe. Ja. Damals habe ich deutlich mehr davon gehalten, wobei das jetzt auch in Summe jetzt kein schlechtes Magazin ist, aber damals habe ich ein bisschen mehr davon gehalten. Und da gibt es, glaube ich, tatsächlich so einmal im Jahr eine Liste der reichsten, Top 100 reichsten Deutschen, manchmal auch irgendwie Top 100 weltweit. Und es gab auch, glaube ich, schon mal die Top 1001, ja, reichsten, also sozusagen wie die Forbes-Liste, aber eben meistens für Deutschland. Und dann siehst du in der Regel immer so eine schöne Tabelle mit einer Auflistung, womit hat die Person oder die Familie initial das Geld verdient. Ja, und dann ist es halt irgendwie in Rossmann, DM, in Aldi und was es alles gibt, ja, Six. Und dann siehst du in der nächsten Spalte, womit sie heute ihr meistes Einkommen generieren. Und das ist, also ich habe es jetzt natürlich nicht genau vor mir, aber ich hatte in Erinnerung, es waren so 90%. Also super Krass. viele Unternehmer haben ihr Business aufgebaut durch eben eine geile Geschäftsidee, haben da Wert gesteigert und in Immobilien investiert. Und dachte ich, okay, wow, wenn jeder große, erfolgreiche Investor irgendwie oder jeder Unternehmer, den man, also wir reden ja jetzt irgendwie nicht von Vermögenswerte von 2, 3 Millionen, sondern ja deutlich höhere Summen, da ein ziemlich hohes Einkommen hat, beziehungsweise Vermögenswert hat und dann auf Immobilien switcht, ja, und dass das Einkommen ist ja ganz interessant. Ja.
Und nicht eben, also auch, also wahrscheinlich auch Aktien, aber zumindest laut dem Manager-Magazin. Und dann gab es auch immer wieder so Punkte, die, wo mir jetzt klar geworden ist, oder Sachen, die interessant waren. Damals auch fand ich super spannend, dass zum Beispiel McDonald's als Kette mehr Geld mit Immobilien verdient als mit ihren mit ihren Burgern, die sie verkaufen, mit ihrem Essen. So Informationen waren irgendwie sehr interessant, die haben mich dann immer wieder hellhörig werden lassen. Genau, und grundsätzlich eben auch das Ziel und der Gedanke, möglichst passives Einkommen zu haben, finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Ich habe viele Jahre schon immer danach gestrebt, aber ich habe tatsächlich vor, glaube ich, erst 3, 4 Jahren begriffen, dass es sich eigentlich um finanzielle Freiheit handelt. Ich wollte früher immer viel Vermögen haben, aber mir war nie klar, dass es eigentlich, was ich haben möchte, ist einfach nur Freiheit. Ja? Und also in dem Fall finanzielle Freiheit. Im Sinne davon, dass du quasi nicht mehr arbeiten musst, sondern nur, wenn du willst und deine Ausgaben decken kannst über deine passiven Einkünfte. Ja, genau. Also Freiheit ist für mich zu sagen, dass ich von heute auf morgen einfach sagen kann, ich gehe mit tibetischen Mönchen meditieren. Ja. Oder ich muss heute nicht zur Arbeit gehen, ich kann machen, was ich möchte. Ja, ich bin aus diesem Hamsterrad, was man ja von Rich Dad, Poor Dad, von diesen Büchern und ähnlichen kennt, ja, raus. In San Francisco, früher wollte ich auch immer gerne ein Startup gründen. Ist auch grundsätzlich nicht mehr unmöglich, aber vielleicht nicht mal das Top-Prio-Ziel bei mir. In San Francisco nennt man das ja auch Fuck You Money. Ja, dass du halt einfach sagst, du hast halt einfach enorme Freiheiten. Ja. Aber das bedeutet das in etwa für mich, genau. Ja. Und dann 2012 hast du quasi die ersten Gedanken in die Richtung gehabt, aber dann ja komischerweise noch mal 5 Jahre gewartet. Was hat dich denn zum Warten bewogen? Tatsächlich war Immobilien immer so ein Thema, immer so ein, es ist eine große Nummer gewesen, mit der man sich irgendwie nicht so auseinandergesetzt hat. Ich hatte selbst Sorge, einen Makler anzusprechen, weil ich auch gar nicht wusste, wie soll ich da auftreten, lacht er mich aus, ja. Ich meine, schlussendlich verdiente er ja Geld mit mir oder verdiente er ja Geld mit dir, indem du ihm die Immobilie abnimmst. Aber ich hatte da, glaube ich, einfach tatsächlich zu viel Sorge, dass ich mir auch die Objekte angeschaut habe. Das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, war irgendwie online mal so ein Exposé runterzuladen oder mal bei Immobilien-Scout ImmoWelt zu schauen, was es so gibt. Aber so tatsächlich reinzugehen, hatte ich, glaube ich, immer Sorge vor. Ja? Auch, weil ich dachte immer, du brauchst viel Geld, um eine Immobilie zu kaufen. Und habe dann irgendwie schon hochgerechnet, okay, wie könnte ich denn irgendwie, was müsste ich denn alles tun, um 100.000 Euro zusammenzubekommen oder 200.000 Euro, dann könnte ich mir meine erste Immobilie kaufen. Weil man ja immer denkt, dass eine Immobilie gleich teuer ist, sondern dann braucht man ja auch das Geld. Aber ich habe tatsächlich die Hebelwirkung damals nicht verstanden. Ja, also bei mir war es relativ ähnlich. Ich habe ja auch, wann war das? 2016 habe ich meine erste Wohnung gekauft und damals auch über einen Makler, über so einen klassischen Immobilienvertrieb, die mir das dann erstmal so ein bisschen erklärt haben, natürlich aus ihrer Warte heraus, um das auch zu verkaufen. Nichtsdestotrotz war das ein guter Schritt. Und das Krasse war, im Nachhinein war es für mich wie so eine Art Monopoly-Karte ziehen. Also war in dem Fall, ich habe ja noch 4 andere Fälle, da war es ein reiner Geldtausch gewesen. Das heißt, ich bin zum Notar gegangen, die war auch schon vermietet und die ist auch immer noch an dieselben Menschen vermietet. Das ist so ein älteres Ehepaar. Und das ist einfach nur ein durchlaufender Posten auf meinem Konto. Dieser Makler hatte damals auch angeboten, quasi in der Folge immer zu den Eigentümerversammlungen zu gehen und in meinem Namen dann zu entscheiden, so wie ich vorher quasi mich zu den einzelnen Themen positioniere. Und das war tatsächlich mal das, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, was man unter passivem Vermögensaufbau besteht, weil Immobilien, ich habe ja noch 4 andere, und da fahre ich ja ein anderes Konzept, nämlich möbliertes Wohnen, und da habe ich deutlich mehr Stress mit, ja, also deutlich mehr zu tun. Nichtsdestotrotz macht es mir aber Spaß, aber man merkt schon, das Ding jetzt von
von 5 auf 50 zu skalieren, das könnte ich fast gar nicht mehr machen mit dem Aufwand, den ich mit 5 gerade habe, mal 10. Dann wäre ich schon fast wieder gezwungen, meinen Beruf auszugeben und mich da voll reinzustürzen, ja. Ja. Ja, das ist tatsächlich, also viele Leute, das war ja eigentlich auch meine Ambition. Viele Leute vermuten immer, dass Immobilien so ein Selbstläufer sind. Ja, dass es 100% passives Einkommen ist, aber da stimme ich dir zu. Gerade je nach Vermietungsform, desto höher die Rendite ist, desto mehr Aufwand hast du. Ja, auch, vor allem, wenn du ja auch eine hohe Rendite haben willst, dann solltest du ja, kaufst du dir ja tendenziell auch keine Neubauobjekte. Und musst da ein bisschen was in die Renovierung reinstecken und dann hast du irgendwie so ein Mehrfamilienhaus, dann hast du ja auch mal irgendwie so ein Dach oder was auch immer da ansteht. Das macht schon einen gewissen Stress, ja, in der Tat, ja. Aber es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie man damit umgeht. Ja. Und wie, okay, und so bist du zum Immobilien gekommen und wie viel hattest du jetzt in Summe? Ich habe jetzt vor kurzem die fünfte gekauft in Berlin-Neukölln. Die ist jetzt noch ein Jahr an den Eigentümer quasi oder an den Verkäufer vermietet. Und danach will ich da auch wieder eine WG draus machen. Das ist auch wieder so zwei Zimmer. Ich hatte dir ja schon ein paar Modelle mal gezeigt. Also es sind tendenziell immer zwei Zimmerwohnungen, die so geschnitten sein müssen, dass du halt beide Zimmer zu einem WG-Zimmer machen kannst. Also ein Zimmer darf kein Durchgangszimmer zum Beispiel sein, sondern du musst immer aus beiden Zugang quasi zum Flur oder zur Küche, zum Bad haben. Ach, okay, ja. Das ist eine coole Idee, ja. Ja, es ist halt für mich der Ansatz hier in Berlin gewesen, um eben tatsächlich noch auf vernünftige Renditen zu kommen, weil über die Normalvermietung war es mir fast gar nicht möglich. Aber du hast ja viele Wohnungen, ich glaube, in der Nähe hier des Alexanderplatzes gekauft, die so einen ganz bestimmten Stil haben, ne? Der dir, glaube ich, ganz gut gefallen hat oder so, dass du dich da ein bisschen in die Bauform verliebt hast. War aber jetzt keine Liebhaberei, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch tatsächlich, also ich habe immer wieder darüber nachgedacht, wo sollte man dann kaufen? Habe mir diverse Stadtteile rausgesucht und hatte eigentlich wenig Anhaltspunkte, bis ich dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen bin, hey, in der Gegend, in der ich wohne, wohne ich ziemlich gerne und das ist eigentlich eine ziemlich geile Gegend und gar nicht so weit weg gibt es dann eben die Immobilien von diesem Zuckerbäcker-Stil. Die Stalin-Allee, wo ich dann die meisten habe. Also die ehemalige Stalin-Allee, wohlgemerkt, also die ist eine andere Straße. Da ist es so, dass mir die Gegend einfach gefällt. Ich weiß, dass es sich ganz gut entwickelt oder entwickeln könnte. Wobei ich glaube, die besten Jahre sind da schon vorüber. Liebhaberei war nahe weniger. Also es ist einfach, ich kenne mich da, also ich kannte mich einfach in der Region oder ich kenne mich in der Region einfach ziemlich gut aus. Und deswegen habe ich ein gutes Gefühl dafür. Bei vielen anderen Regionen, also es gibt ja immer wieder, also du wohnst ja auch in Berlin, es gibt ja immer wieder so Stadtteile, die immer wieder genannt werden. Wedding kommt, ja, der Klassiker, oder irgendwelche andere Stadtteile. Und ich konnte es persönlich nicht beurteilen. Bin da auch wenig analytisch rangegangen, sondern habe einfach nur überlegt, ha, ist das nicht der Stadtteil, der jetzt geil wird? Wir werden da irgendwie die Mieten und vor allem die Preise steigen. Da war ich mir nicht so 100% sicher. Ne? Und dann habe ich einfach die Gegenden genommen, in der ich wohne. Aber das war tatsächlich, also mein Portfolio ist tatsächlich relativ verteilt. Und wie gehst du denn jetzt vor? Also, weil du sagtest ja damals oder hast du angefangen mit Gegenden, wo du dich gut auskennst. Jetzt weiß ich ja nun mal, dass du auch ein Mehrfamilienhaus in Brandenburg gekauft hast. Wie gut kennst du dich denn in Brandenburg aus? Tatsächlich fühle ich das so ab, dass ich da hingefahren bin, ja, mit einem bekannten Makler, der mir Immobilien rausgesucht hat und den ich aber auch privat ganz gut kenne. Und die Gegend, die kenne ich gar nicht, die Stadt, ja. Wächst die überhaupt? Habe dann halt irgendwie online recherchiert, Arbeitslosenquote, Bruttoeinkommen, Hartz-IV. Anteil etc. Versucht da irgendwie irgendwelche Werte rauszubekommen. Und das macht auch total Sinn. Ne? Also es macht total Sinn. Aber dann sind wir halt einfach in die Stadt gefahren und sind dann einfach mal ein paar Stunden da durchgelaufen, ja, am Vormittag, am Mittag.
haben da einen Kaffee getrunken und so weiter. Und da dachte ich so, verdammt, ist das schön hier. Hier könnte ich mir auch vorstellen, selber zu wohnen, wenn sich jetzt, grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, weil es einfach schön ist. Und habe dann auch begriffen, dass dann die Infrastruktur gegeben ist. Und das war tatsächlich ausschlaggebend. Ja, und es war am Ende eine ganz gute Entscheidung. Naja, du sagst es gerade, ja, ich könnte mir auch vorstellen, hier zu wohnen. Ich hab mal irgendwie gelernt, dass das wohl der falsche Glaubenssatz ist für einen Investor. Weil ich habe das gemerkt bei meiner Wohnung, die ich mal in Kreuzberg gekauft habe. Da bin ich reingelaufen und ich dachte, oh Gott, was ist das denn hier? Weil das in so einem katastrophalen Zustand war und ich habe mir auch nicht vorstellen können, es war irgendwie Winter, es war dunkel, es war dreckig draußen, es war dreckig drin, ja. Und ich dachte, oh Gott, ey, hier willst du dein Leben nicht verbringen, so ungefähr. Und dann sagte hier mein damaliger Berater zu mir, hey, du siehst diese Wohnung mit falschen Augen, ja. Du musst sie mit den Augen des Investors sehen. Und als ich dann mal gesehen habe, oder als ich habe die Wohnung dann tatsächlich auch gekauft und dann haben wir da investiert, ich denke so um die 15.000 Euro in so eine komplett in Anführungszeichen Sanierung und danach sah sie wunderschön aus und ich weiß noch mit meiner Frau zusammen, wir haben dann tatsächlich gesagt, ach, hier könnten wir uns auch vorstellen zu wohnen, ja. Und von diesem, ich habe mich geekelt bis hin zu, ich konnte mir vorstellen, da selber drin zu wohnen, lagen halt 15.000 Euro, ne? Und das ist halt ganz krass, wie ich finde. Und jetzt versuche ich das immer wieder anders zu beurteilen, wenn ich so in so eine Wohnung reinkomme, weil ich gemerkt habe, ja, wie wenig im Grunde oder ja, mit wenig Aufwand oder Kosten du eigentlich so eine Wohnung wieder schön machen kannst. Hast du Ja, in der Tat, auch ja. schon so eine Wohnung gekauft, wo die oder hast du Ja. bisher nur schöne Wohnungen gekauft? Nee, in der Tat nicht. Nee, ich habe tatsächlich mir viele Wohnungen zugelegt, die waren renovierungsbedürftig und da musste eine Menge gemacht werden, auch die Elektrik. Das war tatsächlich auch das allererste Mal echt eine große Hürde. Und da dachte ich immer, verdammt, die Elektrik neu zu machen. Habe dann auch mit, glaub, drei Elektrikern gesprochen und überlegt, verdammt, muss das denn wirklich sein? Kann man nicht hier einfach nur? Und alle hatten gesagt, auf gar keinen Fall. Also vor allem, wenn sie Vermieter sind und wenn sie es halt möbliert vermieten wollen und so weiter, viel zu großes Risiko. Das sollten, also da muss die Elektrik erneuert werden. Dann habe ich es gemacht und danach war es auch deutlich easier. Also bei jedem weiteren Mal war es easier. Wir hatten ein paar Objekte, also ich mache vieles mit meiner, oder ich habe alle Wohnungen zusammen mit meiner Freundin gemacht. Und eine Wohnung, das war so, da hat sie mir halt gesagt, ja, ich würde es mit dir, also ja, können wir machen, war aber nicht so begeistert. Und am Ende war es die, oder war es zumindest eine von denen, von der sie am meisten begeistert war, ja, weil sie halt einfach sehr schön geworden ist, weil wir den kompletten Boden erneuert haben, die Wände, wir haben die Tapeten runtergemacht, die wurden gespachtelt. Wir haben einen Boden, den wir fast überall reinsetzen, der ziemlich gut ankommt, der auch sehr hochwertig ist, aber nicht zu teuer. Und natürlich auch dann die Möblierung, jetzt zumindest in dem Fall. Und da war sie mega begeistert. Kann aber auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass sie sich da selber verwirklicht hat. Und was ist das für ein Boden? Ich habe mich dafür, das fällt mir der Begriff gerade nicht ein. Es gibt also nicht PVC, nicht Linoleum, sondern tatsächlich fällt mir gerade der Begriff nicht ein. Muss man gleich nochmal irgendwie nebenher googeln. Ja. Aber tatsächlich ist es ein Boden, der Vinyl ist es genau, ja. Okay. Vinylboden, und das ist wohlgemerkt auch ein bisschen modernerer Boden, das ist halt eben ein Kunststoff. Der relativ hochwertig ist. Einziger Nachteil, und das ist halt gerade bei den Altbauten problematisch, der Boden muss relativ gerade sein. Genau, danke, ja, du hast geschrieben, Vinyl, genau, ja, Ja. danke. Der Boden muss relativ gerade sein, das ist halt der Nachteil, aber er ist halt sehr hochwertig und du kannst Vinyl in einer Laminatoptik kaufen, in einer Holzoptik, du kannst aber auch Vinyl als Fliesen kaufen, also dann hast du eine Fliesenoptik. Okay. Hat auch den riesengroßen Vorteil, dass Wasser und Flüssigkeiten nicht durchgehen. Gerade wenn du es noch an der Seite auch mit den Abschlussleistungen auch dann einigermaßen versiegelst, beziehungsweise dann abschließt, hast du da eigentlich bist du da relativ safe mit. Und Vinyl ist halt relativ hochwertig. Wir haben da auch stundenlang, tagelang verglichen, sind durch mehrere Baumärkte, bis uns irgendwann mal einer am Baumarkt sagt, naja, vorne ist ja der Essensbereich, da gehen Sie mal hin, ja.
Und dann schauen sie sich den Boden an, haben uns den angeschaut und meinten, naja, der ist doch irgendwie einen Monat alt, also der sieht sehr hochwertig aus. Die gehen da alle mit ihren riesengroßen Wagen oder schieben hin, holen sich da ein Brötchen im Globus, ja. Und dann ist da halt, da müssen ja eine Menge Kratzer sein und die laufen ja alle mit Straßenschuhen und sonst was Tag und Nacht. Sagte, nee, der liegt da jetzt schon seit ein paar Jahren. Das ist Vinyl. Das ist einfach ein guter Vinylboden. Und dann haben wir festgestellt, okay, das ist vielleicht tatsächlich auch der Boden, den wir wollen. Und preis-leistungsmäßig ist der ein bisschen teurer als, klar, ist PVC teurer, ein bisschen teurer als Laminat, aber deutlich günstiger als Parkett. Und Parkett ist einfach zu hochwertig und zu anfällig. Ja. Ich gucke mal gerade, was hier so für Fragen noch kamen. Wie viel Wohneinheiten hast du denn jetzt mit deinen Mehrfamilienhäusern? Also es sind 9 Immobilien und 18 Einheiten, 16 Einheiten sind es jetzt, der Stand jetzt. Und das interessiert mich natürlich. Die Frage kam nicht. Wie viel Aufwand hast du denn durchschnittlich im Monat nur mit den Bestandsimmobilien? Tatsächlich relativ viel Aufwand, weil wir die meisten der Wohnungen möbliert vermieten und auch als WG. Und es war jetzt tatsächlich schwierig, in Corona-Zeiten möbliert zu vermieten. Ja. Ich hätte vor einem Jahr war ich dermaßen überzeugt von diesem Modell, ja, dermaßen überzeugt, dass ich jeden hätte dazu überreden können. Als dann eben Corona eintrat und dann eben nicht allzu viele, jetzt, also bei mir sind ja viele in Berlin, nicht mehr so allzu viele Entwickler beziehungsweise also Developer oder auch andere Leute eben aus dem Ausland rüberkamen, ja, die eben entsprechend höheres Einkommen haben und dann so eine möblierte Wohnung haben wollen, rüberkamen oder feststeckten, war das dann schon ein bisschen blöd. Ja, da habe ich dann gedacht, wäre besser gewesen. Ich hätte dann einfach nur eine stinknormale, die haben wir auch, eine stinknormale unmöblierte Wohnung. Die machen halt einfach deutlich weniger Aufwand, aber unsere Möblierten machen relativ viel Aufwand. Und bei der WG haben wir jetzt auch wieder welche, die sind für 2,5 Monate drin. Ja. Dadurch, dass meine Freundin mir da mithilft, verteilt sich das ziemlich gut. Ist schwer zu sagen, was man dann Aufwand hat, aber es sind schon einige Stunden in der Woche. Ja. Ja, das war auch ein bisschen meine Erfahrung. Also ich hatte bei der Wohnung in Kreuzberg ist ja jetzt seit knapp über ein Jahr erst eine WG. Und da habe ich schon den dritten Durchlauf in jedem Zimmer. Ja, obwohl ich immer Ah, okay. gesagt habe, und inzwischen, ich rede wirklich schon so direkt zu den Leuten, ihr werdet doch wohl eine Entscheidung für ein Jahr in eurem Leben treffen können. Ja, aber gerade was du auch sagst, jetzt Corona, da hatte ich jetzt auch einige Herausforderungen, weil ich musste bis zum 1. Juni dann wieder vermieten. Und bei der Wohnung in Kreuzberg, nur mal so für das Gefühl, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen das Ding reingesetzt habe im letzten Jahr, habe ich ungefähr 40 Bewerbungen am Tag bekommen. Zu Corona ungefähr 3 bis 4. Also 90% des Marktes waren so meine Erfahrungen, waren halt komplett weg hier in Berlin. Und dementsprechend war die Challenge dann auch groß. Hat zum Glück noch alles geklappt, weil das Schöne ist ja, schlussendlich brauchst du ja auch keine 40 Bewerbungen, sondern eine gute. Oder wenn du eine Zwei-Zimmer-WG hast, dann eben zwei. Und so viel braucht man ja gar nicht, so viel Nachfrage. Aber ja, aber ich glaube, du bist jetzt auch genau, du machst es ja auch noch nicht so lange mit der WG und möbliert, ne? Die erste, die ich 2017 gekauft habe, war eine ganz normale, stinknormale Wohnung, die nicht möbliert ist. Die war auch einfach schon vermietet. Und jede der Wohnungen, die danach kamen, also 7, ja, sind möbliert und teilweise eben als WG. Genau, ja. Ich überlege gerade, gehe ich irgendwas durch? Nee, sind tatsächlich alles. Genau, das ist alles möbliert, ja. Ich habe hier gerade, weil wir vorhin über das Thema gesprochen haben und wir die Fragen nicht verlieren wollen, ja, Ja. ein paar Leute hatten ergänzt, genau, Vinyl, habt ihr vollkommen recht. Ja, einer hatte Dachpappe gesagt, okay, Glas, ja. Aber da fragt auch jemand nach Quadratmeterpreis für das Vinyl. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, das könnte ich später nochmal raussuchen. Und einer hatte zweimal gesagt, niemals Baumarkt kaufen, in der Tat, ja, das kann, also vollkommen richtig. Ich kaufe es auch nicht direkt im Baumarkt, sondern ich habe es dann über den Handwerker gekauft, der hat dann beim Fachhändler gekauft, genau. Gab es immer nochmal als genau den Baustoffhändler als hat eine bessere Qualität, Ich hatte ja. noch mal einen Punkt, was du gesagt hast.
da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Du meintest die Hebelwirkung, als du das begriffen hast, hast du angefangen, immer mehr in Immobilien zu investieren. Willst du mal das kurz erklären? Weil ich glaube, ich meine, bei dir war es so, dass das Licht aufgehen. Ich glaube, wenn du dafür sorgen kannst, dass woanders auch Lichter aufgehen, dann war das schon viel wert, ja, diese Hebelwirkung zu begreifen, weil nur kurz, um das abzuschließen, also auch bei mir, ich kaufe ja meine Wohnung nur mit Fremdkapital. Ich investiere keinen eigenen Euro in die Wohnung, die ich kaufe. Und das ist der Hauptgrund, warum ich in Immobilien investiere, weil ich mit Fremdkapital mein eigenes Vermögen erhöhen kann. Und das finde ich so interessant. Aber ja, wie hast du das begriffen und wie siehst du das jetzt? Ja, also du bist auch tatsächlich der Grund, weshalb ich das dann auch angefangen habe, weiter zu skalieren und da weiterzumachen. Du hattest nämlich mal in eine Facebook-Gruppe reingeschrieben, daran erinnere ich mich noch. Das war nämlich tatsächlich, glaube ich, Ende, nicht letzten Jahres, sondern es müsste ja 2018 gewesen sein, hattest du reingeschrieben, hey, ich habe ein gutes Einkommen und ich möchte mein Einkommen dafür nutzen, um Immobilien zu kaufen. Ja, wen könnt ihr empfehlen? Erinnerst du dich noch, Ja, oder? Genau. erinnere Und mich, dieser ja. Post, der war ganz gut, ja. Da hatten wir, glaube ich, nur so leicht Kontakt bis zum Zeitpunkt. Und dann habe ich mir alle Kommentare darunter angeschaut und das hat mich dann auch nochmal zum Bedenken angesprochen. Aber tatsächlich war ich da schon ich glaube, ich war da schon im Gespräch mit der ersten Immobilie. Aber da ist mir das auch nochmal aufgefallen. Und zwar diese Hebelwirkung. Genau, früher dachte ich halt immer, du brauchst viel Geld. Also du brauchst halt irgendwie, um die erste Wohnung zu kaufen. Also wenn du jetzt irgendwie nicht in Berlin kaufst, Hamburg oder München, kosten die ja auch manchmal irgendwie nur 50.000 oder was. Also du bräuchst erst diese 50.000, um sie zu kaufen. Das ist ja nicht der Fall. Du brauchst, du hebelst ja durch einen Kredit. Ja. Und in der Regel nimmst du ja auch einen Kredit auf. Es wäre eigentlich auch fatal, das nicht zu tun. Ich kenne auch viele Leute, ich habe auch Leute getroffen, die größere Immobilieninvestoren sind, die sagen, sie verschulden sich generell nicht, sie kaufen alles eben halt aus dem Cash. Schön, wenn du das Geld hast, aber auch dann würde ich es wirklich nicht empfehlen. Also ich sehe wirklich, also rein rational gesehen, es ist totaler Schwachsinn. Denn in der Regel, wenn du so eine Wohnung kaufst, hast du ja, sagen wir mal, die kostet irgendwie 100.000, hast dann nochmal Nebenkosten, sagen wir mal, Makler, Notar etc., ja, also Notar und Grundbuch und so weiter und je nachdem, in welchem Bundesland du kaufst, Grunderwerbsteuern, bist du bei so 7, 8%, je nachdem, ja, es gibt einige Bundesländer, die weniger verlangen und ein paar mehr, plus noch Makler bist du dann bei 15%, also sind wir dann irgendwie bei 115.000. Das Geld bräuchtest du ja in der Regel für so eine Immobilie, für so eine Wohnung. Und wenn du dann halt drüber nachdenkst, auch noch zu renovieren, Oh, jetzt Arthur rausgeflogen. Aus irgendeinem Grund. Wupp. Da bist du wieder. Irgendwas ist passiert, bin irgendwie rausgefallen. Ja. Alles gut. Das Letzte, was ich gehört habe, ja, 115%. Die 15% müsstest du, die Kaufnebenkosten müsstest du selber tragen. Den Rest kannst du finanzieren. Ja, sorry, ich habe hier gerade irgendwie, ich hör dich nicht mehr über meine Kopfhörer, deswegen tippe ich mal hier so ein bisschen neben mir rum, aber ich versuche es mal weiterhin zu erklären. Ja. Hörst du mich noch oder Jetzt höre ich dich wieder, ja. alles klar. Und zwar genau 100.000, 115.000 mit Nebenkosten. Dann brauchst du natürlich die 115.000 und dann nimmst du ja einen Kredit. Jetzt ist es halt aber auch schwierig, diese Nebenkosten mitzufinanzieren. In der Regel schaut man ja meistens immer nur auf diese 100.000 für die Immobilie selber, für die Wohnung. Aber die Nebenkosten und eben die Renovierung etc. sind ja auch nochmal ein Faktor. Das Geld müsstest du ja auch haben. So, und dann, ich bin auch häufig hingegangen und habe halt eben gleich mit den Nebenkosten mitfinanziert. In der Regel sagt man ja aber, also je nach Bank, ja, und desto konservativer die Bank ist, desto unterschiedlich berät sie dich ja auch, sagt man aber schon, dass man, also ich erinnere mich noch an meine Hausbank, die war relativ konservativ, die hat gesagt, 30% davon bräuchte man schon selbst. Und das wurde gemerkt von den 100.000, Wow. nicht mit den Nebenkosten. Die haben gesagt, naja, wenn sie jetzt die Wohnung kaufen wollen für 100.000, brauchen sie 70.000, 30.000 selbst.
Also 70% können Sie finanzieren, 30% würden Sie stellen, plus halt eben Nebenkosten, plus halt eben weitere Renovierungen. Das war halt wirklich blöd. Und dann bin ich ein bisschen weitergelaufen, habe auch geschaut, habe auch Banken gefunden, die eben auf 10% gehen, und bin dann sogar noch weitergegangen und habe sogar Banken gefunden, die eben auch die Nebenkosten mitfinanzieren. Also eben die 115.000 dann mitfinanzieren. Also man sagt ja auch 110% Finanzierung dazu. Das hat dann nochmal mehr geholfen. Und am Ende des Tages hast du ja doch in der Regel irgendeinen Einsatz. Alles zu finanzieren, sodass du 0 Euro Einsatz hast, der ist schon hart. Ist grundsätzlich möglich, aber das ist schon hart. Ja. Da muss man, je nach Strategie kann das auch Sinn machen. Ich würde aber auch aufpassen, weil man natürlich dann auch gewisserweise eine Überschuldung hat und vielleicht auch ein bisschen zu viel Risiko angeht. Es sei denn, man kauft halt einfach günstig ein. Also wenn du die Immobilie, die irgendwie 100.000 wert ist, einfach für 70.000, 80.000 einkaufst, dann ist es auch überhaupt kein Problem, wenn du dann nochmal irgendwie 15 oder 20% neben mit dazu finanzierst. Aber in der Regel versuche ich dann schon so 10, 15% von dem Gesamtpreis, also von diesen 115.000, immer so 10, 15.000 selber einzusetzen. Und das ist ja die Hebelwirkung. Ja. Und wenn du dir halt darüber nachdenkst, angenommen, du hättest jetzt 100.000 auf dem Konto, dann könntest du ja irgendwie für diese 100.000 plus eben Nebenkosten immer diese Immobilie kaufen. Oder du kannst dir halt mehrere davon kaufen mit dieser Hebelwirkung. Ja. Und schlussendlich arbeitest du mit dem Geld der Bank. Ja, so habe ich es, wie gesagt, auch gemacht. Ich habe auch länger gebraucht, um Banken zu finden. Das ging ja sogar so weit, dass ich bei Instagram auch geschrieben habe, dass ich immer 110, 115% finanziere, wie du sagst, je nachdem, ob Makler drin oder Makler nicht drin. Ich habe ja sogar irgendwann tatsächlich auch meine Möbel mit reingetan, weil ich ja möbliert vermiete. Und das war spannend, weil sogar Finanzierungsvermittler mich angeschrieben haben und gesagt: Maurice, wie machst du denn das? Weil wir als Finanzierungsvermittler, wir kennen gar keine Bank, die das aktuell mitmacht, ja. Und dann habe ich auch da den Kontakt weitergereicht. Also es scheint nicht so gang und gäbe zu sein, aber es liegt daran, dass die Bank, die ich dort habe, das sind auch beides Immobilieninvestoren und ich glaube, sie verstehen das so ein bisschen. Und ich glaube, wenn du dein Banker, und da glaube ich schon dran, dass es eine gewisse Subjektivität da auch gibt, wenn du ihm glaubhaft machen kannst, dass du sicher den Kredit immer zurückbezahlen wirst, dann lassen sie sich vielleicht auch darauf ein. Aber es gibt eben konservative Banken, also die letzte Immobilie, die ich jetzt finanziert habe, die habe ich jetzt wieder woanders finanzieren müssen, weil meine bisherige Bank, die das immer gesagt hat oder mitgemacht hat, das Spiel, die haben dann zu mir gesagt: Maurice, was du gerade ansprichst, ne, gerade der Verschuldung, Maurice, also bei der nächsten pack doch jetzt mal ein bisschen Eigenkapital rein. Jetzt musst du mal wieder Eigenkapital mit reinmachen. Und da meine ich, nee, muss ich nicht. Und habe halt nochmal einen anderen Kumpel, der halt Finanzierungsvermittler ist, auf die Spur gebracht. Und der hat mir dann die nächste Bank gesucht, die das wieder mitspielt, das Spiel. Also daran sieht man schon, dass es auch so ein gewisses Game immer wieder ist. Und wenn dir einer sagt, das geht nicht, dann geht das in seiner Welt nicht. Aber in der generellen Welt hat es halt nicht zu heißen, genauso wie deine Hausbank dir sagt, du musst 30% damit einbringen, bei denen vielleicht, ja, aber am Markt ist das immer was anderes. Hab jetzt aber eine Bank gefunden, ich hoffe, die hört nicht zu, ja, die ist irgendwo, da merke ich mal, wie wertvoll auch ein guter Ansprechpartner bei der Bank ist, der eben dieses Mindset, der versteht, was du da eigentlich tust, weil jetzt habe ich so eine ganz einfachere Sachbearbeiterin, ich komme überhaupt nicht mit deren Tempo klar, ja, die sind super anstrengend. Und jetzt merke ich mal, wie viel Wert auch sowas sein kann. Also vielleicht da auch so mein Learning, nicht immer nur auf die Kohle zu achten, nicht immer nur den günstigsten Zins vielleicht auszuwählen, sondern wie bei allem eben manchmal auch für eine gewisse Leistung was bezahlen zu wollen, ja. Ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, weil die Fragen hier häufig auch in die Richtung gehen, welche Bank denn lukrativ ist und welche spannend ist. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Ich glaube, es gibt tatsächlich nicht die eine Bank. Also häufig, wenn ich auf Besichtigung bin und dann auch mal andere Frage, Investoren frage oder generell mit Leute frage, häufig kommt auch sowas wie die INDIBA, klar, die Deutsche Bank, die deutschlandweit finanziert, auch ein guter Partner ist, auch mit denen arbeite ich zusammen. Also mit der Deutschen Bank. Und ich glaube, den Tipp, den habe ich sogar über dich bekommen, Maurice. Ja. Ich würde auch mal nach Landesbanken schauen. Weil es gibt nämlich tatsächlich Banken, die sind bei diesen ganzen Vergleichen, wie Interhyp und wie sie alle heißen, ja, nicht mit dabei.
Das ist so vergleichbar. Ich meine, das war bei der Hook 24 früher immer so in einem Versicherungsbereich. Ja, die Hook 24 hat früher keine Provision gezahlt, deswegen waren sie halt bei den ganzen Vergleichsportalen und den Versicherungsvermittlern waren sie häufig nicht mit drin. Dabei waren sie ziemlich günstig. Meistens sogar der günstigste, hatte ich so wahrgenommen zumindest. Und deswegen ist ja das interessant. Und gerade Landesbanken haben nochmal eine andere Hebelwirkung und können auch ziemlich günstige Kredite rausgeben. Wobei man auch sagen muss, die sind häufig auch relativ konservativ. Ja. Ja, bei mir war Und es ja auch ich. die NordLB, ne? Ich glaube, die hast du dann auch genommen, ne? Und über die finanziert. Und da ein Gruß an Marc und Florian. Also das sind die, von denen ich gesprochen habe, mit denen ich sehr gut klarkomme. Und wenn da jemand ein Intro braucht, kann ich auch gerne geben. Aber wie du sagst, also was ich immer mache, ich schicke immer mehrere Leute auf die Spur. Ja, ich frag meinen Marco, meinen Florian von der NordLB, macht mir mal ein Angebot. Ich habe noch einen Kumpel, den ich schon seit dem Studium kenne, der ist halt Finanzierungsvermittler. Sage ich, André, guck mal hier, was kannst du machen? Und dann immer noch einen dritten. Also ich lasse mir von drei Seiten Angebote machen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und beim Thema Finanzierung kann ich auch immer den Tipp geben, also ihr könnt halt ein Part der Finanzierung immer schon vorbereiten, das ist eure Selbstauskunft, also das ganze Persönliche, weil eine Finanzierung besteht aus zwei Dingen. Einmal deiner persönlichen Seite und deine persönliche Seite besteht aus deiner Vermögensbilanz, also welches Vermögen bringst du mit ein als Sicherheit und deiner Haushaltsrechnung, ja, wie viel Einkommen verfügst du und wie viele Ausgaben hast du? Und daraus ermittelt die Bank quasi einen Score. Und das kannst du alles vorbereiten. Und wenn dann die Bank sagt, ja, okay, dein Score ist geil, mit dir können wir uns was vorstellen, aber jetzt hängt noch eins davon ab, welches Objekt lieferst du mir jetzt? Wenn du mir scheiß Objekte lieferst, dann wollen wir uns trotzdem vorbehalten, das abzulehnen. Aber wenn du jetzt mit den Objektdaten um die Ecke kommst, dann können sie relativ schnell das in ihre Rechner hauen und dir ein sofortiges Feedback geben. Was denn? Man hört mich schlecht. Ah, okay. Ja, Arthur, wie ist deine Erfahrung da bei Finanzierung? Ich mache mal mein AirPod hier weg. Also tatsächlich, also ich habe mit verschiedenen Banken zusammengearbeitet. Am Anfang habe ich ziemlich gute Konditionen über einen Vermittler bekommen von einer ganz kleinen Sparkasse. Ja. Die hat wirklich ziemlich gute Konditionen rausgehauen, auch mit einer hohen Finanzierung. Und dann habe ich zwei Wohnungen mit der gekauft, wohlgemerkt letztes Jahr die ersten zwei Wohnungen. Und dann wollte ich mit der dritten weitermachen und das war mir gar nicht bewusst. Dann sagte die kleine Sparkasse, nee, das können wir nicht machen. Sie haben die Grenze erreicht. Ich sagte, welche Grenze? Und dann sagten die ja tatsächlich die Zwei-Objekt-Grenze. Zwei-Objekt-Grenze? Das haben sie ja gar nicht vorgesagt. Ich hab ja auch darum geworben und den meinen Plan vorgestellt und dass ich ja noch weiter skalieren möchte, noch weiter mehr machen möchte. Und dann hatten die gesagt, ja, nee, wir sind ja so eine kleine Sparkasse, wir können halt tatsächlich mehr als zwei Objekte können wir halt gar nicht machen. Und Das das war mir vorher gar nicht bewusst. Und ich dachte, wie kann das denn sein? Ich meine, die kennen die Zahlen, die wissen ja sonst alles. Und waren super mega begeistert von dem Ablauf etc., von den Daten, die in den Vorlagen, von der Rendite. Und ja, tatsächlich war das dann blöd so. Dann habe ich mir weitere Banken geschnappt, genau mit der NordLB, aber auch mit der Deutschen Bank. Es ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man sich so ein Portfolio aufbaut, mit mehreren Banken zusammenzuarbeiten. Einfach genauso wie du sagst, also wenn du halt ein neues Objekt hast, dann auch gleich mal dann an den Kontakt was reinzuschicken. Dann haben die ja meistens auch schon die Daten. Das hilft wirklich, das ist wirklich ganz gut. Aber man sollte natürlich schauen, dass man nicht zu viele hat. Also ich würde jetzt auch, glaube ich, langfristig mein Portfolio eben so auf drei, maximal vier Banken beschränken. Also zumindest weiterarbeiten. Man merkt halt auch relativ schnell, wie schnell eine Bank ist. Und dann gibt es halt die eine, die sagt, ja, wir kommen noch mal persönlich vorbei. Ja, das war tatsächlich meine Hausbank. Ja. Die sagte tatsächlich, mit denen habe ich zwei Objekte finanziert. Da kam jedes Mal jemand da raus, sogar noch mit Praktikant. Ja. Und dann dachten die, ja, wir müssen uns das ja anschauen. Und das war eine Platte. Und dann haben die sich das auch angeschaut und meinten, ja, auch wegen der Platte und so weiter. Und ich meine, ja, was soll da so Probleme sein? Und die wurde halt komplett renoviert, auch von außen innen. Und dann sind sie halt schon in den Eingang reingegangen und sagten, oh, wow, sehr schön. Ja, das passt, ja. Und haben
Sie haben halt nicht mal 2 Minuten geschaut, die haben mir keine Fragen gestellt und haben schon gesagt, ja doch, das passt ja, ist doch schon eigentlich durch. Ja. Und ich sagte, dafür seid ihr jetzt vorbeikommen, habe ich mir Zeit genommen. Genau, und ich glaube aber, wenn du halt so einen großen Partner hast wie die Deutsche Bank, ohne dass ich es jetzt mit denen jetzt gemacht habe, die helfen aber beim Skalieren, gerade wenn man ein Portfolio hat, was halt ein bisschen weiter ist. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also ich würde wirklich schauen, dass man kein Klumpenrisiko hat, dass du halt nicht nur an einem Ort, in einer Straße, in einem Gebiet oder in einer Stadt was kaufst, sondern doch schon ein bisschen diversifizierst. Und dann wird es halt relativ schwer. Auch die NordMB finanziert ja eigentlich nur Hamburg, Berlin, und bei Brandenburg war das halt auch schon wieder, dass sie gesagt haben, nee, machen sie nicht. Deswegen würde ich da schon schauen, dass man ein bisschen, oder zumindest am Anfang haben sie gesagt, machen sie nicht. Schon sagen, haben sie nicht angelogen, weil bei mir haben sie auch in Brandenburg finanziert. Ja, tatsächlich haben sie mir später auch ein Angebot gemacht. Ich habe mich dann für die Deutsche Bank entschieden, weil ich auch den Kontakt da haben wollte zur Großkundenabteilung. Hatte ich halt eben ziemlich Glück, dass ich dann direkt daran kam. Aber ich würde, und sie haben mir also zeitversetzt haben sie mir ein Angebot gemacht, das hat aber relativ lange gedauert auch, was Ja. normalerweise bei denen gar nicht so der Fall war. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der vorhat, ein größeres Portfolio aufzubauen, mehrere Banken mit reinzunehmen. Du hast noch Klumpenrisiko angesprochen. Jetzt hattest du ja, wie viel? Ich glaube, 6 Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus in einem Jahr gekauft. Was mein Gedanke dazu letztens war, jetzt schließt du ja immer eine Zinsbindung ab in jeder Finanzierung, also zum Beispiel 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Und wenn man jetzt so viele auf einmal kauft und mal angenommen, du machst jetzt überall 10 Jahre, dann hättest du ja genau in 10 Jahren die Verhandlungen über den neuen Zins. Und jetzt können wir beide, also ich zumindest nicht in die Zukunft schauen und wissen, wie in 10 Jahren die Zinsen stehen werden. Ne? Hast du das dann berücksichtigt? Hast du dann unterschiedliche Laufzeiten gewählt von diesen Krediten? Ja, also es ist schon so, dass ich auch viel die Banken gefragt habe, auch meinen Finanzierungsvermittler und auch mir lange Gedanken darüber gemacht habe. Und eigentlich war für mich die Lösung dann relativ klar. Ich habe doch lieber länger finanziert, einfach auch um den Zins zu sichern. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass diese Niedrigzinspolitik, das ist nur meine Vermutung, noch ein paar Jahre hält. Also ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr schon bei irgendwie für 3% liegen. Ja. Das könnte sich auch wirklich noch viel länger, also tatsächlich wäre das ja nur möglich, dass sich noch viel länger zieht. Aber du kannst ja jeden Kredit in Deutschland nach 10 Jahren kündigen. Und das ist eben eine neue Gesetzregelung, die es, ich weiß gar nicht seit wann, aber seit einigen Jahren gibt. Das gibt dir eine Menge Freiheit. Ja. Es sind dann, glaube ich, nicht genau 10 Jahre, sondern irgendwie 10 Jahre und ich glaube ein paar Tage oder ich glaube einen Monat oder was, ja. Aber nichtsdestotrotz hast du da dann die Freiheiten. Das heißt, du hast nach 10 Jahren so oder so die Freiheiten, aber wenn du deinen Zins sicherst für 15 Jahre oder auch für 20 Jahre, ist es besser. Was mir häufig aufgefallen ist, dass wenn du halt eine gute Bank hast, die das auch gerne mit dir macht, dann gehst du halt auch hin und holst dir ein Angebot rein. Ich glaube, 5 wäre ein bisschen untertrieben, aber kannst du auch für 5 machen, für 5, für 10, für 15, für 20 und für 25 Jahre. Und dann siehst du halt, wie der Zins immer entsprechend steigt, weil, also für alle, die jetzt zuschauen, nicht wissen, klar, Zins ist günstig sichern, aber wenn du natürlich den Zins sicherst, für 15 Jahre oder 20 Jahre, zahlst du trotzdem mehr. Also das heißt, würdest für einen Kredit im Mehr ja monatlich zahlen, wenn du ihn ja für 20 Jahre sicherst oder als wenn du ihn für 15 Jahre sicherst. Es gibt sogar Banken, die gehen sogar bis 25, sogar 30 Jahre hoch. Aber wie gesagt, du bist halt nach 10 Jahren sehr flexibel. Und darauf würde ich, glaube ich, auch möglichst spekulieren, dass man halt nach 10 Jahren nochmal schaut. Man muss sowieso schauen, nach 10 Jahren, da kommen wir ja schon zu dem Steuervorteilbereich, ja, nach 10 Jahren kannst du ja auch Steuervorteil, wenn du es im Privatvermögen hast, verkaufen. Da gab's auch vorhin die Frage, hast du es Genau, jetzt. als Privatvermögen oder GmbH? Ich habe es im Privatvermögen. Wir können gleich auch nochmal darauf eingehen, wieso. Aber dann hast du nach 10 Jahren kannst du steuerfrei verkaufen. Oder zumindest, da gibt es ja so ganz tolle Sachen, ich weiß ja auch, dass du, Maurice, davon begeistert bist, ja, diese Ehegattenschaukel. Ja. Und du bist ja deine Partnerin, deine Frau freut sich da bestimmt, ja. Gibt es halt tolle Möglichkeiten, eben mit der Immobilie oder mit den Immobilien da Steuervorteile noch zu erwirken. Das würde man, so würde ich sowieso jedem empfehlen, nach 10 Jahren zu machen. Also die Anlagestrategie, auch selbst wenn man sagt, ich habe so eine Buy-and-Hold-Strategie, ich kaufe jetzt das Portfolio, also möglichst viele Immobilien, halte die für
20, 30 Jahre und die sollen bis zu meinem Lebensende eigentlich nur sich amortisieren und dann eben meine Rente bezahlen oder meinen Lebensunterhalt bezahlen, würde ich trotzdem da rangehen und sagen, schau dir mal, also rechne einfach damit, dass du nach 10, 15 Jahren doch da wahrscheinlich nochmal eine Reallokierung hast oder den einen oder anderen Trick vielleicht anwendest und oder doch nochmal verkaufst. Das macht meistens dann doch schon Sinn. Ja. Hier Wie war noch siehst du das? eine Frage, Ja. vielleicht ganz kurz dazu, weil mir das gerade aufgefallen ist, so die Renovierung. Und du hast ja auch gesagt, du machst da relativ viel. Ihr habt jetzt hier geschrieben MyHammer. Ich habe jetzt mal ein Portal ausprobiert, das nennt sich Dozer, also Dozer. Werde nicht von denen bezahlt, leider. Aber das Coole an dem Portal ist, bei MyHammer sagst du jetzt zum Beispiel, ich suche jetzt jemanden für den Boden oder zum Streichen. Und bei Dusa kannst du dir quasi ein gesamtes Projekt ausschreiben. Das habe ich in Hamburg gemacht, wo alles gemacht werden musste. Und dann sucht der quasi einen, der das Projekt übernimmt und dann alles koordiniert. Also den Handwerker, den Elektriker und so weiter. Und das war ganz angenehm. Du bist ja auch immer jemand, der möglichst wenig Arbeit haben will mit dem Ganzen. Und vielleicht das auch mal ausprobieren. Also ich habe es einmal probiert, das hat mir gut gefallen. Also das ist vielleicht nochmal als zweiter Tipp, das kann man auch mal checken hinter MyHammer. Wie bist du auf Ja. deine Handwerker etc. gekommen? Wie habe ich denn? Achso, ich war auf einem dieser Immobilien-Events, die es ja immer wieder gibt. Ja, das hat er irgendwie wohl gemerkt, irgendwie nur ein paar Euro gekostet. Das war so ein ganzes Wochenende. Lustigerweise war ich da, während meine Freundin dann die Arbeit, das darf man gar nicht erzählen, ich bin ihr mega dankbar dafür. Sie hat da an dem Wochenende die ganze Wohnung abtapeziert und die Tapeten entfernt, war einer der ersten letztes Jahr. Und da war ich halt auf diesem Immobilien-Event, da habe ich dann jemanden getroffen und der hat jemanden in der Familie, der Handwerker ist. Ja. Und das hat sich als eine sehr gute Connection herausgestellt. Bin auch sehr, also bin da zufrieden. Wobei man sagen muss, ich habe, glaube ich, noch nie einen Handwerker erlebt, wirklich noch nie, egal wie gut er ist, der wirklich sehr strukturiert und zuverlässig ist. Also es gab, glaube ich, also so 100% zuverlässig, meine ich. Ja? Also wenn er dir halt sagt, irgendwie, ja, ich mach's morgen oder es ist alles morgen fertig und es sind noch die paar Kleinigkeiten, das haut ganz selten hin. Aber das war tatsächlich ein bisschen Glück über Connections, rumfragen. Ich habe danach aber auch nie weiter rumgefragt. Ich glaube, man findet aber auch über MyHammer und so weiter Leute. Ich habe auch einen guten gefunden über der Küchen aufbaut. Wobei, das war ich nicht mal selber, das war sogar eine Bekannte. Die hat das über eBay Kleinanzeigen gefunden. Und mit dem, der macht auch Aufbau von Möbeln, ich glaube, der macht auch so ein bisschen Renovierung. Der ist ziemlich günstig, ziemlich verhältnismäßig strukturiert, macht das ordentlich. Und das war über eBay Kleinanzeigen. Das ist ein sehr, sehr guter Kontakt. Ja. Aber tatsächlich muss man häufig, ich glaube, man wird seine Erfahrungen sammeln mit der Zeit. Je nachdem, was für ein Portfolio man aufbauen möchte, also wenn man halt eben mehrere Wohnungen haben möchte, macht schon Sinn, einen guten Partner zu haben. Ja. Und auch nicht zu viel zu feilschen. Also ich glaube, also beim Handwerker geht man da ja auch häufig hin und sagt, ach komm, das geht ja noch günstiger. Ich glaube, es hilft auch da wirklich eine gute Beziehung aufzubauen. Ja. Klar sollte er dich nicht über den Tisch hauen, ne, über den Tisch ziehen, aber ich glaube, es hilft wirklich sehr, einen guten Partner zu haben, den du auch mal schnell anrufen kannst und sagen kannst, ach guck mal hier, wir hatten das doch jetzt gerade fertig gemacht und das passiert jedes Mal. Da läuft jetzt gerade irgendwie die Waschmaschine und die wurde gerade neu angeschlossen, aber irgendwie läuft da Wasser aus, kannst du dir das mal anschauen? Und dann steht er am nächsten Morgen um 7:30 Uhr da auf der Matte und kümmert sich drum. Das bedeutet, das macht sehr viel aus. Also so ein gutes Netzwerk zu haben, macht echt eine Menge aus. Ja. Ja. Ich gucke mal noch mal so ein bisschen auf die Fragen hier, weil wir haben uns ja, und ich Sehr habe mir gern. mal vorgenommen, mehr auf die Fragen einzugehen als letzte Sehr gern. Mal. Meine Frau hat mir, siehst du, die hilft mir nämlich auch immer ganz viel. Die hat mir ja schon mal die Fragen reingeworfen. Ja. Also zwei Fragen waren hier noch. Also einmal, nach welchen Kriterien sucht ihr eure Mieter aus? Und dann auch so die Frage, wie gehst du damit um, wenn eine Wohnung 3 bis 4 Monate unvermietet bleibt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich muss aber schauen, dass ich da jetzt irgendwie zu viel weit aushole bei der letzten Frage, wegen dem Unvermietet. Bezüglich des Mieters, was ich tatsächlich festgestellt habe, also würde mich deine Meinung würde mich interessieren, weil du ja auch möbliert vermietest, in einer Großstadt.
Und zwar habe ich festgestellt, es macht definitiv Sinn, strenger zu sein. Das habe ich auch schon häufiger gehört von anderen Immobilieninvestoren. Und ich dachte immer, ja, aber ich meine, mein Gott, ich habe jetzt irgendwie, meine Wohnungen sind in der Regel jetzt nicht, die kosten irgendwie nicht 200 € im Monat Miete, sondern die kosten irgendwie ein paar Euro mehr. Und dann wirst du da automatisch gute Mieter haben. Aber das stimmt nicht. Es macht wirklich viel mehr Sinn, da auch sehr kritisch zu sein und sich wirklich alle Dokumente zu holen. Wir hatten das jetzt tatsächlich so, dass wir, das ist eines der ersten Projekte, die wir hatten, da war jetzt für 6 Monate war da, ja, da haben wir uns, da habe ich mich auch vielleicht ein bisschen auch überreden lassen, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ja, 60 Quadratmeter und da sind dann, und das ist ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, aber das Wohnzimmer hat wohl ein Schlafsofa und dann sind da 4 Leute aus dem Ausland reingegangen, ja. Ich dachte halt die ganze Zeit 4 Leute, ja, und das sind halt auch, es sind keine Pärchen, sondern 2 Männer, 2 Frauen, ja, die Frauen haben irgendwie ein Schlafzimmer, das schöne Bett bekommen, das Boxspringbett, die Männer haben dann eben auf dem Schlafsofa geschlafen, das war, glaube ich, ist, glaube ich, 1,40 breit oder 1,60, nee, 1,40, 1,60 breit und ja, das ist nach 6 Monaten sah die Wohnung auch aus und da war ich auch, also gut, das war jetzt die Mieterwahl. Und auch, dass es einfach viel zu viele Leute sind für einen zu kleinen Raum. Ich habe ja auch, ganz am Anfang kam auch die Frage, was haltet ihr von Einzimmerwohnungen? Ich habe auch, ich weiß nicht, wie viele, müssen wir gerade schauen, 2, 3 Einzimmerwohnungen und habe dann auch darüber nachgedacht, da mal ein Bett reinzustellen, aber man könnte ja auch noch einen Schlafsofa reinstellen, ähnlich so wie bei Airbnb-Wohnungen, die versuchen auch nochmal alles rauszuholen. Ja? Und dann könnten ja doch da nicht nur 2 Leute schlafen, sondern 4 Leute. Und wenn da 4 Leute schlafen, dann hast du eine ganz andere Zielgruppe, ja? Eine kleine Familie und die zahlen natürlich mehr für so eine Einzimmerwohnung, aber das ist keine gute Idee, ganz häufig keine gute Idee, weil du hast dann auch ein anderes Klientel, du hast dann auch Leute, die dann anders umgehen und die Abnutzung auch dieser Möbel ist dann nicht so toll. Genau, aber das ist jetzt beim Möblierten der Fall. Ich habe auch ja eine ganz simple Wohnung, da habe ich Mieter drin, die machen vieles selber, wenn es da irgendwie mal so einen kleines Leck gibt, dann macht das der Mann selber. Wenn es irgendwie Probleme gibt mit dem Abwasser oder mit sonst etwas, fragt er mich, ob es okay ist, ob er das halt irgendwie einen Handwerker beauftragt oder dass er irgendwie zum Baumarkt fährt und das Endstück holt und er das dann selber montiert. Ich weiß, der kriegt das so einigermaßen hin und dann willige ich dem ein und das ist halt mega hilfreich. Ja. Also es macht wirklich Sinn, strenger bei der Mieterauswahl zu sein. Auch wenn man wirklich desperate ist, also wenn man denkt, verdammt, dieses Ding steht jetzt irgendwie einen Monat leer, ja, und ich brauche jetzt irgendwie unbedingt einen Mieter, macht es Sinn, trotzdem dann strenger zu sein, zu sagen, nee, er hat nicht alle Dokumente eingereicht oder vielleicht doch irgendwie ein Problemfall werden. Kann ich jedem nur empfehlen, mach's nicht. Ja. Genau. Wie ist deine Erfahrung? Gerade beim Ich Möblierten, würde mich mal hatte interessieren. bisher, weil ich es ja wahrscheinlich noch hochpreisiger mache als du in den WGs. Also bin da sehr hochpreisig unterwegs, denke ich. Also so 600, 700 €, 750 € das teuerste Zimmer quasi und habe das als Zielgruppe mir mal auserkoren, so was du angesprochen hast hier in Berlin, so Programmierer. Ich habe zum Beispiel ganz viele von Zalando bisher gehabt, ja, in Kreuzberg in der Wohnung. Aber das war auch die Wohnung, wo ich jetzt den enormen Durchlauf hatte, weil die kommen dann aus dem Ausland und dann doch wieder nicht und Probezeit und so weiter. Und jetzt war ich tatsächlich so ein bisschen desperate, wie du gerade meintest, und habe jetzt mal 2 jungen Mädels eine Chance gegeben. Also die hatten eben nicht das Einkommen wie jetzt so ein Programmierer. Ich glaube, die lagen dann, weiß ich nicht, bei 5.000 € brutto. Also wunderbares Einkommen für den Vermieter für so eine 700 € Miete, ja, wo du dir safe sein kannst, dass sie das bezahlen. Aber als ich in die Wohnung reinkam, ich habe immer gedacht, wohnt die hier überhaupt? Weil da war nichts verändert. Die haben sich nicht mal so gefühlt ein Messer gekauft, ja, und da eingerichtet. Also so. Die waren da wirklich nur arbeiten, abends dann irgendwie im Restaurant essen. Der Kühlschrank war noch nie benutzt. Also so sah die Bude aus, ja. Und Okay. dann weißt du halt auch immer, dass das nicht so langfristig ist. Die ich Ja. jetzt drin habe, die jungen Mädels, die kamen da schon beim Mietvertrag unterschreiben mit so einer Freundin an, da wurde Sekt und die haben sich schon eingerichtet und können wir das hier streichen und machen und tun und so weiter. Und da merke ich einfach viel, viel mehr und das ist jetzt meine Hoffnung, dass sie eben dauerhaft da auch mal 2 Jahre in der WG leben und ich damit keinen Stress habe, weil diese Mietersuche, die finde ich sehr, sehr belastend, weil
Es ist immer nicht, es wird ja immer so dargestellt in der Presse, dass immer nur die Mieter viel Stress haben, ja, weil sie dann irgendwie vor Wohnungen sind mit 50 Bewerbern oder 100. Ja, So ist stimmt ja dann ja. das Bild in der Presse. Aber du als Vermieter hast auch, finde ich, total viel Stress, weil du kriegst erstmal nur unvollständige Anfragen, dann kriegst du so, ja, wollen zahlen oder so, ja, also irgendwelche so So eBay Kleinanzeigen-mäßig, ja, wenn du was reinstellst und dann und dann machst du einen Termin aus und dann kommen die nicht, ja, weil die eben auch sich auf 10 Immobilien bewerben und also ich habe damit auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen hoffe ich jetzt mal ein bisschen länger damit zu sein. Und grundsätzlich, ich lasse mir immer Schufa geben, ich lasse mir die letzten, ich glaube, der Standardkram, ne? Die letzten Gehaltsnachweise, Arbeitsvertrag gegebenenfalls. Aber Ja. schlussendlich sage ich auch immer, also du musst halt mich überzeugen, ja. Du musst das Einzige, ich kriege ja auch manchmal Bewerbung, das ist fast so wie auf so einer Dating-Plattform, ja, dass die mir schreiben, was sie in ihrer Freizeit machen und dass sie gerne ins Kino gehen und sich gerne mit Freunden treffen. Und ich denke mir, du schickst mir jetzt nur Informationen, was du privat gerne machst, aber du schreibst mir nichts über deine Einkommen. Also mich als Vermieter interessiert eine Sache, kriege ich die Miete pünktlich und gehst du gut mit der Bude um, weil das ist mein Eigentum. Ja, Ja. ob du Samstagnacht ins Berghain gehst, das ist nicht so wichtig für mich jetzt, ja, an der Stelle. Ja. Genau, also auch nochmal wegen der Frage nach den Dokumenten. Also ich lasse mir das auch geben, genau, ein Gehaltsnachweis und Einkommensnachweis. Zum Beispiel jetzt bei den Herren, wo ich da ein bisschen die Herausforderung hatte, die hatten mir halt einfach nur einen gegeben und der war dann auch 2 Monate alt und da hatte ich auch schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl bei. Aber wie gesagt, da habe ich einfach auch gelernt, da musst du einfach härter bleiben und sagen, nee, ich brauche die letzten drei und dann bleibst du halt die letzten drei. Manchmal muss man auch wirklich, manchmal so ein bisschen versteht man auch, warum eine Bank manchmal da so beharrt auf ihre, Banken sind ja der Endgegner, ja. Banken sind da ja auch immer sehr streng und sagen, nee, wir brauchen exakt dieses Dokument, ja. Und dann manchmal auch noch diese Tabelle ausgefüllt, das ist ja auch manchmal ziemlich nödlich. Genau. Du hast ja auch du hast ja auch WG-Zimmer. Was machst du denn dann, wenn es ein Student ist, der vielleicht noch weiß nicht, ein Stipendium hat und noch kein Einkommen? Lässt du dir dann Bürgschaft von den Eltern geben, oder? Also bei den beiden Mädels jetzt habe ich so gemacht, ja, dass ich auch mit Bürgschaft direkt gemacht habe. Ja. Ja, okay, ja, genau, so mache ich es auch, ja. Weil du hast ja in der Regel dann bei der WG. Und genau, Arbeitsvertrag hilft halt auch und Schufa-Auskunft ist gut, ja. Und spätestens dann beim Einzug nochmal eine Kopie des Personalausweises, ja, dass man nochmal die hat, also gerade beim also möbliert etc., diesen Sonderformen, die wir haben, ja, hast du ja auch häufig Leute, die nach Deutschland ziehen, ja, oder die vielleicht noch gar nicht ansässig sind in Deutschland. Und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Du hast natürlich auch Leute, die dann auch wieder wegziehen, ja, und gerade wenn du dann auch vielleicht ein bisschen teurere oder wenn du gute Möbel hast und ne, jetzt in einem Fall war es auch so, dass dann zwei Leute jetzt während der Corona-Krise im Ausland stecken geblieben sind, die kamen dann nicht mehr wieder und haben dann gesagt, ja, wir würden jetzt gerne kurzfristig die Wohnungen kündigen, ja, und bin ich ja vorher auch nicht drauf gekommen oder hätte ich irgendwie zumindest nicht vermutet, dass die dann irgendwann mal einfach komplett weg sind, ja. Aber das gibt es auch, ja. Ja, Arthur, wir müssten den Livestream gleich nochmal öffnen, weil der schmeißt uns jetzt hier gleich nach 40 Sekunden raus. Ach so. Mark Zuckerberg mag es nicht, wenn man so lange redet miteinander. Damit Ja, scheint können wir er. gerne machen. Damit Ja. scheint er. Dann können wir nochmal auf die Fragen eingehen, die hier gesammelt worden sind. Ja. Schatz, hast du auch noch ein paar Fragen notiert? Da sind Die, zwar okay. noch viele. Ja, also ich mach's mal nochmal neu auf eben, ne? Weil 20 Mach Sekunden bringt jetzt kein mal. Thema überhaupt. Beenden.